Anlässlich des traditionellen Pilkheimertages am 12. März wurde in Gedenken an die Äbtissin Caritas Pilkheimer auch in diesem Jahr wieder der Pilkheimerpreis verliehen. Damit ehrt die Akademie CPH regionale Projekte und Engagements im Bereich ihres aktuellen Fokusthemas Reichtum, Armut. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Gruppe Come Together. Der Name ist Programm. Durch das Integrationsprojekt der Berufsschule 5 in Nürnberg können Geflüchtete und Jugendliche mit Migrationshintergrund ein Instrument lernen und damit gemeinsam in einer Band spielen. Für sein Engagement im Sozialbereich ging der Pilkheimer Preis an den gemeinnützigen Verein Lilith e.V., dessen Ziel ist, soziale Einrichtungen und Hilfsangebote für ehemals und aktuell drogenkonsumierende Frauen und für die Kinder von Drogenabhängigen anzubieten. Mit diesem Einsatz unterstützt Lilith e.V. diese auf ihrem Weg in ein unabhängiges, gewaltfreies und zufriedenes Leben. Stellvertretend für die über 60 haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen nahm Daniela Dahmen die Auszeichnung entgegen. Freue ich mich, dass wir heute auch hier die Möglichkeit haben, auch nochmal ein bisschen Öffentlichkeit für diese Menschen. Drogenabhängige Frauen gehören zu einer Randgruppe, die von Armut betroffen ist oder gefährdet ist, Armut zu erleiden. Und aus dem Grund passen sie in diesen Themenbereich und das Engagement von Lilith ist bemerkenswert, wie sie auf ganzheitlichem Weg versuchen, den drogenabhängigen Frauen zu helfen. Sie leisten tolle Arbeit, wichtige Arbeit und kämpfen eigentlich jedes Jahr ums Überleben, mehr oder weniger. Also die Gelder sind knapp, von daher haben die eigentlich überhaupt keine Kapazitäten mehr, neue Personen aufzunehmen in ihr Beratungsangebot, weil sie eben so einen hohen qualitativen Anspruch haben an ihre Arbeit. Aber sie nehmen diese Personen immer noch an, was natürlich für Lilith bedeutet, dass sie an der Grenze arbeiten. Und von daher wünsche ich den Mitarbeitern von Lilith sehr, dass sie mehr Öffentlichkeit erlangen und so auch mehr Gelder bekommen für ihre tolle Arbeit. Für sein kreatives und konsequentes Engagement erhält der gelernte Bildhauer und Papierkünstler Johannes Volkmann den Pilkheimer Preis für Kunstprojekte. Volkmann sieht alle Menschen als Bildhauer und in seinen Gesellschaftsprojekten besitzt das Thema Armut, Reichtum besondere Bedeutung. In seinem Projekt Die innere Stadt, das er 2015 ohne Etat begonnen hat, ermöglicht er den Austausch zwischen Einheimischen und Geflüchteten und macht den Reichtum der Fremden als Weltbürger erfahrbar. Und der Besucher kann aber dem näher kommen, in dem Fall, dass er 10 Euro zahlt, um eines dieser Bilder auszupacken. Nein, es geht hier darum, wie kann man Kontakt schaffen zwischen den Menschen. Johannes Volkmann zeichnet aus, dass er seine bildhauerische Kompetenz so nutzt, dass er andere Menschen in die Situation bringt, selbst bildhauerisch tätig zu werden. Also das heißt, er veranstaltet Gesellschaftsprojekte, so nennt er das, und bringt da die Leute dazu, durch überraschende Konfrontationen im öffentlichen Raum, auf einem Platz oder wo auch immer, dass sie anfangen zu experimentieren, anfangen zu denken, anfangen Dinge anders zu denken. Wie wollen wir denn als Menschen miteinander zusammenleben, auch vor dem Horizont von Arm und Reich in der Gesellschaft? Und da setzt er eigentlich Impulse, zum Beispiel durch die Aktion Unbezahlbar, fragt er, was ist eigentlich für Menschen unbezahlbar? Und bei Die innere Stadt, wo er ja mit Flüchtlingen arbeitet, demontiert er unser Bild der armen Flüchtlinge, das ja leicht zu einem Bild werden kann, wo die Flüchtlinge dann Objekte unserer Fürsorge, unseres Wohlwollens werden, demontiert er, dass er sagt, ich will, dass die Flüchtlinge selber Subjekte sind und dass die Flüchtlinge ihren Reichtum zeigen, den anderen. In keinem Land Europas ist der Reichtum so ungleich verteilt wie in Deutschland. Ich will nicht nur als Geschäftsmann. Den Pilkheimer Preis für Stiftungen erhielt der Nürnberger Unternehmer Alexander Bruchier. Anstoß für sein Engagement war ein Managerseminar Anfang der 80er Jahre, auf dem er mit der Frage konfrontiert wurde, wie er nach seinem Tod in Erinnerung bleiben möchte. 1992 gründete Alexander Bruchier seine Stiftung mit dem Zweck, bedürftige Kinder und Jugendliche zu unterstützen.
Später weitete er den Stiftungszweck auf die Förderung des Stiftungsgedankens aus. Der Aufbau dieses Stiftungszentrums war einfach die Idee, auch anderen zu ermöglichen, Stiftungen zu gründen oder sich gemeinnützig zu engagieren. Mein Glück ist immer das Glück, dass ich investiert habe in etwas. Nur das, was ich investiert habe in etwas, kommt zurück. Das gilt genauso für das Thema Glück. Also du bekommst nur Glück, wenn du Glück spendest, stiftest, bringst, wie auch immer. Die Förderung von jungen Menschen ist Brochier immer noch wichtig. So nutzt er gleich die Gelegenheit, um mit den Jungen und Mädchen von Come Together ins Gespräch zu kommen. Und auch bei seinem Projekt der Stadtteilpatenschaften setzt er sich für Jugendliche in Nürnberg ein. Das hat inzwischen Schule gemacht. Wir haben 6 Stadtteile mit Stadtteilpaten. Wir sind in ganz Deutschland rumgereicht worden mit dieser Idee dieses Quartiersbetreuung oder dieser Stadtteilbetreuung. Und das macht unheimlich viel Spaß vor Ort. Und da habe ich natürlich auch sehr viel ganz eng mit den Kindern zu tun, jetzt auch mit Flüchtlingskindern. Und möchte eigentlich mitgeben, dass das Stiften nicht jetzt unbedingt heißt, dass man auf etwas verzichtet, sondern Stiften heißt gewinnen. Glück schenken heißt einfach gewinnen. Teilhabe zu ermöglichen ist unglaublich befriedigend für jeden Menschen. Also Stiften bringt Glück. Dem eigenen Gewissen folgen, das der anderen respektieren und den Dialog mit Andersdenkenden nicht scheuen. Damit sind die Preisträger Vorbilder, ganz im Sinne der Lebensphilosophie Caritas Pilkheimers.